2071, New Berlin. Eine vollständig von einer riesigen Kuppel umhüllte Stadt, wenige Kilometer westlich von Berlin selbst, erbaut und geleitet von einigen der einflussreichsten Großkonzernen der Welt. Ursprünglich als eine besondere Art von Luxusviertel konzipiert, in welchem die Reichsten der Reichen in vollkommener Sicherheit vor sämtlichen Gefahren der Außenwelt, sei es Kriminalität oder doch der Klimawandel, leben können sollten. Doch so exklusiv ist New Berlin schon lange nicht mehr. Im Jahre 2044 wurden dessen Tore für kurze Zeit der gesamten deutschen Bevölkerung geöffnet und seitdem für immer verschlossen. Grund dafür ist der einige Jahre vorher aufgetauchte Nil-Virus, auf dessen Herkunft bis heute keine klare Antwort gefunden wurde. Von diesem Infizierte leiden unter unterschiedlich stark ausgeprägten Halluzinationen, welche nicht selten zu erhöhter Gewaltbereitschaft führen, weswegen seit 2040 bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten, nach und nach in immer größeren Teilen der Welt. Um zumindest einen kleinen Teil der Menschheit von der möglichen Infektion zu schützen, wurden also verschiedene Projekte zur Unterbringung der gesunden Bevölkerung gestartet. Eines davon war die vorübergehende Öffnung von New Berlin, welche immerhin rund 50.000 Einwohner Zuflucht fanden. Doch auch wenn dieser Schritt in Zusammenarbeit mit der Regierung unternommen wurde, ist New Berlin noch immer weit davon entfernt, eine staatliche Institution zu sein. Ursprünglich war schließlich ein Angebot für die absolute Oberschicht, gestartet und weiterhin geleitet von einer der größten Firmen der Welt, wie Atoms, Neuralink oder Nanoclimb. Diese besitzen so gut wie jedes dort angesiedelte Geschäft und können somit sowohl an jedem Einkauf mitverdienen, als auch die Preise frei nach ihren Wünschen anpassen. Zwar gibt es dafür keine Steuern im eigentlichen Sinne mehr, stattdessen muss aufgrund des sehr begrenzten Platzes allerdings ein hoher, einmaliger Betrag für jedes zusätzliche Kind bezahlt werden, welcher zwar leicht an den Verdienst der Eltern angepasst wird, aber für Normalverdiener trotzdem nur durch lange Sparen getragen werden kann. Und wenn wir schon dabei sind, Normalverdiener und die Oberschicht zu vergleichen, auch wenn die Tore kurzzeitig für jeden geöffnet wurden, heißt es natürlich nicht, dass New Berlin zu dem Zeitpunkt noch vollkommen unbewohnt war, weswegen rund 20%, also ganze 10.000 der unter der Kuppel Lebenden, definitiv zu der ursprünglichen Zielgruppe gehören und somit dafür sorgen, dass die Schere zwischen Arm und Reich absurd hoch ist. Und das ganz ohne, dass hier irgendjemand in tatsächlicher Armut leben muss. Daher ist es wohl nicht sonderlich verwunderlich, dass gerade diejenigen, die hier ursprünglich nie hätten leben sollen, nach mittlerweile über 20 Jahren so langsam beginnen, erste Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihrer Unterkunft zu hegen. Das fängt bei simplen Ungerechtigkeiten gegenüber den finanziell Schwächeren an, geht bei dem mit der Frage der totalen Ausgangssperre weiter und führt bei einigen sogar bis zum Zweifeln an der Existenz des Viruses selbst. Auch wenn diese Überlegungen sich hauptsächlich auf diejenigen beschränken, die zum Zweck der Quarantäne hergezogen sind und die meisten hier Aufgewachsenen das alles eher belächeln, haben sie in den letzten Jahren doch immer weiter Überhand genommen und begannen zu immer größeren und gewalttätigeren Protesten zu führen. Fast wie diejenigen, die überhaupt erst zu diesen Lebensbedingungen geführt haben. Heute ist Freitag, der 3.7.2071. Ein Experiment des Zentrums für Parapsychologische Forschung steht an. Auf der einen Seite eines von vielen, welche allesamt versuchen sollen, eine Lösung für das Nil-Problem zu finden. Auf der anderen wurde es als das bisher größte und wichtigste dieser Art angekündigt, was es nicht sonderlich schwer machte, eine Vielzahl freiwilliger Teilnehmer zu finden. Diese mussten im Voraus einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen und diejenigen, die angenommen wurden, haben sich heute allesamt im zuständigen Forschungszweig versammelt. Einige, weil sie ihre gesamte Hoffnung in diesen Versuch stecken, andere, weil sie darin ihre Bestätigung suchen, dass all das nichts als eine riesige Verschwörung der Führung von New Berlin ist. So oder so sind sie bereit für was auch immer auf sie zukommen mag. Dachten sie jedenfalls, bis sie dann plötzlich Schüsse und Schreie am Eingang des Gebäudes hörten. Es dauerte nicht lange, bis die Stimmen im Warteraum verstummten, weil irgendein Gas diesen flutete und sämtliche Teilnehmer erst bewusstlos werden ließ und dann zu Versuchskaninchen in einem ganz anderen Experiment machte, dem Truth Game. Falls ihr Lust habt, bei diesem, zumindest im übertragenen Sinne, mitzuspielen, folgt dem Link in der Beschreibung auf meinem Discord, auf welchem bereits die ersten Channel für dieses zur Verfügung stehen. Das Ganze soll ein stark von Zero Escape inspiriertes Chat-Rollenspiel werden, bei welchem ihr nicht nur mit euren selbstgeschriebenen, sich in Gefangenschaft befindenden Charakteren interagieren könnt, sondern auch noch vor einige Rätsel, Abstimmungen und natürlich jede Menge absurder Sci-Fi-Plot-Twists gestellt werdet. Die grundlegende Story ist schon wirklich lange in Arbeit, weswegen sie auch wirklich viel weniger von den aktuellen Ereignissen inspiriert ist, als ihr vielleicht denkt, und sollte euch, sobald dann alles offenbart wurde, hoffentlich wirklich gut gefallen. Egal, ob ihr bereits Zero Escape Fan seid oder gar keine Ahnung habt, was das überhaupt ist.
Auf dem Discord findet ihr weitere Informationen zur Charakterstellung und auch ein paar zusätzliche Details zur Lore, die ihr zwar nicht unbedingt braucht, welche euch aber vielleicht nochmal zusätzliche Ideen für euren Charakter mitgeben. Das ist das erste Mal, dass ich sowas veranstalte, also entschuldige ich mich schon mal im Voraus, wenn nicht alles nach Plan läuft. Ist also auch auf der Ebene tatsächlich ein kleines Experiment. Ja, wird schon bestimmt irgendwie. Nun gut, ich freue mich über jeden, der Lust hat mitzumachen. Wenn ihr vorher noch andere wichtige Fragen habt, könnt ihr sie natürlich auch gerne in den Kommentaren stellen, aber auf dem Discord geht es wahrscheinlich schneller. Naja, viel Glück beim Überleben.